In jeder katholischen Kirche gibt es einen Tabernakel und ein ewiges Licht. Das ewige Licht, meist in einer roten Lampe, brennt und soll die Gegenwart Jesu andeuten. Im Tabernakel, einem wertvollen Schrank, ist die Eucharistie aufbewahrt, die Hostien, die wir empfangen dürfen als den Leib Christi. In diesen Wochen gehen viele Kinder zum ersten Mal nach vorne, um den Leib Christi zu empfangen. Sie gehen zur Heiligen Kommunion. Und Kommunion heißt Gemeinschaft, Gemeinschaft mit dem, der sich da gibt, Jesus. Und das führt zur Gemeinschaft der Kirche untereinander. Die Kirche lebt aus der Kommunion mit Gott in Jesus Christus. Die Kirche lebt aus der Eucharistie. Ich danke allen, die in diesen Wochen und Monaten die Kinder auf diesen wichtigen Augenblick vorbereitet haben. Ich hoffe, dass die Kinder viele Erfahrungen gesammelt haben. Ich hoffe aber auch, dass sie selber dabei viele Erfahrungen gesammelt haben und ihren Glauben vertiefen konnten. Ich wünsche den Familien und den Gemeinden ein frohes und gesegnetes Erstkommunionfest.